Hallo Afobs, herzlich willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Dirk. Ich bin der Sebastian. Der Sebastian, das ist der Designer des Planetariums des Astronomen. Wo nimmst du diese Ideen her? Da. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als wir gesagt haben, so okay, Sepp, jetzt machst du mal ein kleines Set für uns? Die Idee war grundsätzlich, eine Fläche zu finden, auf die ich dieses Planetarium setzen kann. Also man landet hier unten auf diesem Steg an, dann geht man irgendwie unten rein. Und geht hier durch, kommt hier hinten hoch. Über eine Brücke da drin, über eine Brücke hier, da drin durch, über eine Treppe hier hoch und dann, kommt und dann man, ist man oben. Genau, dann kommt man hier raus. Im ganz untersten Teil eine Höhle, Krypta, den Wohnbereich und oben ist die Terrasse. Details machen das, sind das, was ein Set lebendig macht, was ein Set ausmacht. Dass überall was los ist, dass man auch beim fünften Mal angucken noch irgendwelche Punkte findet, die man noch nicht gesehen hat. Wie lange hast du denn ungefähr gebraucht? Ich würde sagen, es sind so 4 bis 6 Wochen gewesen. Du sitzt da jetzt auch schon am nächsten Set. Also wir haben da noch einiges auf der Pfanne. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da kommt einiges.